Willkommen zurück bei Star Citizen Showcase Planetensysteme. Heute geht es um das Pyro-System. Das Pyro-System ist ein Randsystem des UEE. Der Zentralstern ist eine Nova, der sogenannte Dying Star, um den 6 Planeten kreisen. Daten zur Lage. Das Pyro-System liegt zwischen den Systemen Taranis und Min, zu denen es auch jeweils einen Sprungpunkt besitzt. Durch die Nova im Mittelpunkt ist allerdings die Strahlungsbelastung sehr hoch, sodass man nur mit den stärksten Schilden durch das System hindurchfliegen kann und es sehr selten als Handelsroute genutzt wird. Daten zur Besiedlung. Das Pyro-System ist fast vollständig unbewohnt. Keiner der 6 Planeten bietet auch nur ansatzweise die Möglichkeit einer Besiedlung. Einzig die Ruin Station, eine verlassene Terraforming-Station im Orbit von Pyro 6, wird von Piraten, Outlaws und Driftern als Rückzugsort genutzt. Demnach ist die Wirtschaftskraft des Pyro-Systems fast vollständig zu vernachlässigen. Es finden sich in dem System keine nennenswerten Ressourcen mehr, die wenigen Vorkommen wurden innerhalb von 5 Jahren vollständig aufgebraucht. Allerdings findet sich auf der Ruin Station ein kleiner Schwarzmarkt, auf dem man Gerüchten zufolge sogar Atomwaffen erwerben kann. Die Lebensqualität im Pyro System ist denkbar schlecht. Abgesehen von der hohen Strahlungsbelastung im System an sich, gibt es dort keine bewohnbaren Planeten und die Ruin Station ist ein gesetzloser Ort, an dem Mord und Totschlag herrschen. Damit kommen wir zum Crash Rating. Da das Pyro-System sowieso nicht für Handelsrouten genutzt wird und es allgemein bekannt ist, dass sich dort nur zwielichtiges Gesindel herumtreibt, gibt es keinen vernünftigen Grund, sich in diesem System aufzuhalten. Wir geben dem System ein D+. Wir danken euch fürs Zuschauen und freuen uns, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wir würden uns insbesondere freuen, wenn ihr uns viele Kommentare und Feedback hinterlasst und schaut auch mal in die anderen Folgen von Star Citizen Showcase rein, um etwas mehr über das Universum hinter dem Spiel zu erfahren. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit See you on the flight deck. Sawyer out.